Hallo, hier ist der Reinhold, euer Pater Becker. Ach, es sind nun 4 Jahre her, dass ich euch verlassen habe. Und hier in Trier, ich fühle mich wohl, aber ich bin trotzdem einsam. Ich kann nicht mehr das tun, was ich früher immer getan habe. Man sitzt auf meinem Zimmer, die Bewegungen, man merkt das Alter. Aber trotzdem, das Leben ist noch schön. Ich habe versucht, mein Leben lang Menschen froh zu machen durch die frohmachende Botschaft. Das habe ich bei euch gemacht. Das habe ich in Afrika gemacht. In Afrika wurde ich dafür manchmal auch bedroht mit dem Tode. Wie oft hat man mich bedroht mit der Maschinenpistole? Aber ich lebe noch. 100 weiße Väter sind damals gestorben, 1964. 3 auf meiner Missionsstation. Ich lebe noch und ich stelle immer mehr fest, in meinem Alter, ich werde in 2 Monaten 90, in meinem Alter, wie das Leben noch schön sein kann. Ich lebe von dieser frohmachenden Botschaft. So, Reinhold, die ganze Corona-Zeit hier in Trier, wie ist es dir dabei ergangen? Och, Corona, hier in unserer Gemeinschaft, hier in diesem Haus, wo ich wohne, ist ja ein großes Krankenhaus mit einer, wie soll ich sagen, mit dem Gebäude der barmherzigen Brüder dahinter, wo auch wir drin wohnen. Wir haben da praktisch nichts von gemerkt. Natürlich, wir sind geimpft worden und wir müssen unseren Schnupftuch tragen, Mundtuch tragen oder wie man das auch nennen mag. Und ich habe jetzt meine 2 Impfungen, drei habe ich Blitzen bekommen gegen Corona und auch die Grippeimpfung habe ich schon bekommen. Also wir sitzen hier, unser Leben geht weiter, nur dass wir keinen Besuch empfangen können in dem Maße, wie es früher war. Aber heutzutage geht es schon wieder. Vor allen Dingen, wenn Leute so überraschend kommen wie ihr. Ja, und so mit den Mitbrüdern, ja, da sitzt jeder so auf seinem Zimmer den ganzen Tag über. Ich sitze oftmals vorn in unserem Gemeinschaftszimmer oder ist niemand, aber ist ein Fernseher, da gucke ich mir ein bisschen Sport an. Oder ich gehe nach unten ins Krankenhaus, in einem Hauptportal, einen Haupteingang. Da kommen Leute rein und gehen Leute raus. Und da sind Afrikaner bei, da sind Leute, die aus anderen Erdteilen kommen, Iraner, Syrer und wie sie alle heißen. Und irgendwie kommen wir dann ins Gespräch, einmal in Glyrisch, einmal in Arabisch oder Kiswahili, in Englisch oder Französisch. Wir sprechen nicht viel, aber auf jeden Fall, man bekommt Kontakt mit den Leuten. Und die freuen sich, die können lachen. Und da spüre ich, das ist ja eigentlich meine Aufgabe, da sitzen und andere froh machen. Gesundheitlich ist die ganze Gemeinde bestimmt auch sehr interessiert, wie es dir jetzt ja, geht. Ja, ich spüre das Alter. Bin ich 90, jetzt werde ich in 2 Monaten, werde ich 90. Ich bin wackelig geworden auf den Beinen. Und der Kopf ist so schwer, so müde, schlapp. Aber die Freude ist noch da. Und solange ich mit dem Rollstuhl gehen kann, dann kann ich noch gehen. Aber ich muss mich alle 50 Meter hinsetzen, um ein bisschen auszuruhen. Und natürlich andere Krankheiten habe ich so nicht. Das ist schon mal was Gutes. Ich habe schon viele Krankheiten gehabt, aber jetzt habe ich so viele Tabletten zu schlucken und die helfen mir wirklich. Jeden Tag so 7, 8 Tabletten, manchmal auch 10, wenn die gegen Kopfschmerzen, gegen dies oder jenes. Da gibt es spezielle Tabletten, die ich dann dazu nehme. Ja, und jetzt die letzten paar Wochen kann ich nachts schlecht schlafen. Das Einschlafen geht schwer. Wenn ich mal schlafe, dann ist eine halbe Stunde, eine Stunde und dann bin ich mal wieder wach. Und dann habe ich dann Baldrian schlucken können und dann geht das wieder. Hallo, liebe Ibn Gürner, liebe, wie soll ich sagen, von St. Bosco, von St. Ludwig, von Brochterbeck und von wo ich überall gewesen bin. Ich denke oft an euch.
Und es war eine wunderbare Zeit. Gott segne euch alle. Darum bitte ich, bleiben wir verbunden untereinander und mit Gott. Euer Reinhold, euer Pater Becker. Dankeschön.